Herzlich willkommen zum Strip Mining 5.0 Tutorial. Ja, es ist ein Jahr her seit Strip Mining 4.0, aber jetzt habe ich mich endlich mal wieder dran gesetzt und ein Update dafür rausgebracht. Und zwar, ich habe irgendwo eine richtig geniale Idee gesehen, und zwar mit einer Endertruhe zu arbeiten. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich, beziehungsweise die Turtle zeigt es euch gleich. Außerdem wird jetzt eine Treibstoffabfrage gemacht, also ob genug Treibstoff vorhanden ist, und eine Leiterabfrage, also ob genug Leitern vorhanden sind, beziehungsweise es wird halt so abgefragt, dass am Ende genau genug Leitern vorhanden sind. Außerdem wurde die Reihenfolge der Items geändert. Aber wir downloaden jetzt erstmal das Programm von Pastebin. Und zwar Pastebin get, dann diesen Code hier. Und dann den Programmnamen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal STMG. Ja, natürlich. Pastebin. Ich bin ein Profi. Pastebin get. So, jetzt haben wir es. Mann. Jetzt rufen wir das Programm auf mit STMG und jetzt sagt es uns schon, die Fackeln in Slot 1, Cobblestone in Slot 2, die Endertruhe, also eine bloß, in Slot 3 und die Leitern in Slot 4. Wie viele Blöcke soll die Turtle tief graben? Wir machen zum Anfang jetzt, upala, erstmal 5. Wie viele Gänge soll die Turtle graben? Machen wir, naja, 5 ist zu viel. Machen wir jetzt mal 3. Und jetzt heißt es, die Turtle hat nicht ausreichend Treibstoff. Bitte legen Sie Kohle ins Inventar. In welchem Slot liegt sie? Also wir legen jetzt Kohle ins Inventar. Dann geben wir den Slot die Slotzahl ein. Also die Slotzahl wird so gezählt. 1, 2, 3, 4, 5 und bis 16 halt runter. Also die Kohle liegt offensichtlich in Slot 5. Enter. Und dann wird da der Treibstoff aufgefüllt. So, jetzt wird aber geprüft, ob die Leitern, ja, wie viele Leitern da sind. Und es liegen zu viele Leitern in Slot 4. Wir sollen es jetzt bitte auf 5 Leitern verringern. Also verringern wir es auf 5 Leitern. Jetzt geben wir J ein und drücken Enter, damit es erneut prüft. Und jetzt passt der Turtle alles und sie startet Strip Mining. So, kurz Tag machen. Jetzt können wir dabei zuschauen. Also, dieses Runtergraben ist auch noch aus Strip Mining 4.0. Das kennen wir noch. Ich hatte zwischenzeitlich mal gemacht, dass sie, wenn sie sich runtergräbt, gleich die Leitern über ihr platziert. Aber da hat sie teilweise die Leitern wieder weggegraben, wenn sie hier hochgekommen ist. Beziehungsweise den Block weggegraben, auf den die Leitern waren. So. Können wir kurz hier zuschauen, aber wir dürfen hier nicht in die Quere kommen, ist das Problem. Denn jetzt seht ihr gleich noch etwas, was geändert wurde. Und zwar, wo die Fackel platziert wird. Na, komm zurück. So, jetzt geht sie zurück und platziert dann da unten die Fackel und wirft jetzt hier den Cobblestone weg. Packt hier die Endertruhe hin, legt alles in die Endertruhe rein und geht dann weiter. Ich kann euch das kurz zeigen. Hier hat er jetzt, ja gut, so viel war es jetzt nicht, verdammt, das ist noch von vorher. Aber wir können kurz in ihr Inventar gucken. Hoppala. Hier ist jetzt eigentlich nichts mehr drin. So, wir haben hier Iron Ore drin. Genau, das können wir jetzt ja gleich sehen, ob sie es reinlegt. In die Endertruhe. Ich zeige nochmal, die Endertruhe ist leer. So, hier stellt sie die Fackel auf, wirft Cobblestone raus. Und jetzt hat sie das Iron Ore reingelegt. Na. Und gräbt weiter. So wird ihr Inventar eigentlich nicht voll, sondern es wird alles schön hier in die Endertruhe reingepackt. Und aus dieser Endertruhe hier oben müsste man halt das ganze Zeug dann rauspumpen, damit die Endertruhe hier auch nicht voll wird. Das ist eigentlich das komplette Prinzip von Strip Mining 5.0.
Vielleicht dürfte die Turtle auch wieder zurückkommen, wenn sie ihren dritten Gang fertig hat. Wird gleich soweit sein. Und dann war's das hier eigentlich auch schon wieder. Also, das Update bringt recht viel Erleichterung, was ja die Fülle der Items angeht. Also die Turtle kann eigentlich nicht voll werden. So, jetzt ist sie fertig. Sie sagt Mining abgeschlossen. Das ist es. Man kann hier auch die ganzen Sachen wieder rausnehmen. Und dann war's das eigentlich. Die ganzen Items, die sie gemeint hat, außer den Cobblestone, liegt hier drin. Und dann kann ich bloß sagen, alles, was ihr braucht, ist in der Videobeschreibung. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann. Tschüss.